Dias. Wir melden uns diesmal direkt aus dem Bus, denn unsere Reise geht weiter zum letzten Vlog tatsächlich hier aus Guatemala. Und zwar fahren wir von Flores nach Rio Dulce. Das sind etwa 200 Kilometer und es soll nur 4 Stunden dauern. Mal schauen, wie lange es wirklich dauert. Sehr entspannt, weil der Bus ist super leer. Man hat zwar nicht wirklich Beinfreiheit, aber man kann sich natürlich jetzt ein bisschen breiter machen. Und wir werden tatsächlich zum ersten Mal hier auf Weltreise das Meer sehen, denn Rio Dulce liegt im Osten von Guatemala und ist über so einen kleinen Fluss oder See mit Livingston verbunden. Und das ist ein Ort an der Karibik hier, also wir sind sehr gespannt. Wie ihr gesehen habt, sind wir mit dem Boot hier angekommen in unserer Unterkunft, denn die meisten Hostels und Hotels liegen nicht in der Stadt Rio Dulce selbst, sondern weiter östlich davon, in der Lagune bzw. einem Fluss, der dann auch ins Meer führt. Ja, und die Unterkunft, die wir hier haben, ist richtig cool, so mitten im Dschungel. Man wohnt in so einzelnen Hütten, die durch so Stege miteinander verbunden sind und das Ganze befindet sich auch hier direkt am Wasser. Also man kann jetzt hier nicht mega viel machen, aber es ist einfach sehr entspannt. Man kann sich hier Bücher und Spiele ausleihen und es gibt einen schönen Sitzbereich vorne und Hängematten und es ist alles sehr, sehr chillig. Man muss nur beachten, dadurch, dass man nur mit dem Boot hin und weg kommt, ist man auch darauf angewiesen, hier zu essen im Restaurant. Die Preise sind so ein bisschen höher als das, was wir sonst jetzt gesehen haben, aber wir haben uns zum Beispiel auch Frühstück und so ein paar Snacks einfach selbst mitgebracht, ja. Dass wir hier im Dschungel sind, das haben wir gestern schon erfahren, abends. Wir haben hier so ein Gemeinschaftsbad und da hing wirklich eine riesige Spinne an der Decke. Also gerade ich mit meiner Spinnenphobie habe hier manchmal ein bisschen Angst. Wir haben auch Kakerlaken im Zimmer gehabt und auch ein paar gesehen. Also das ist irgendwo wahrscheinlich Teil der Experience. Ich glaube auch, das gehört einfach dazu. Man darf auf keinen Fall das Mückenspray vergessen. Ja. Also dadurch, dass es hier im Wasser ist, sind super viele Mücken unterwegs. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und heute leihen wir uns hier ein Kanu. Das können wir kostenlos bei unserer Unterkunft machen und schippern mal so ein bisschen den Fluss entlang. Wir sind zurück von unserer kleinen Kanutour. Es war wirklich richtig schön gewesen und das Coole ist hier, man kann sich eigentlich bei allen Unterkünften ein Kanu mieten, meistens sogar kostenlos, wie auch hier, und dann einfach mal nachfragen, wo man so lang schippern soll. Also uns hat er jetzt gesagt, da vorne ist so eine kleine Sprungplattform, hat das auf Google Maps gezeigt, wo man hinfahren soll, und danach noch so eine kleine Flussader rein, wo wir dann auch Affen gesehen haben. Also sehr nice, sehr zu empfehlen, Topwetter, schön Sonnencreme benutzen, weil es ja sehr, sehr, sehr heiß ist hier und die Sonne knallt richtig. Morgen geht es für uns weiter, dann nehmen wir das Boot nach Livingston, fahren die einmal durch die Lagune, was richtig, richtig schön sein soll, und dann, ja, dann ist es soweit, dann sehen wir endlich das Meer.
So, nach ungefähr 2 Stunden Fahrt sind wir jetzt hier in Livingston angekommen und diese Bootsfahrt war richtig, richtig cool. Also die Natur war sehr beeindruckend. Wir sind ja durch diese Lagune gefahren und dann über den Rio Dulce hierher jetzt an die Karibikküste und es war richtig schön und wir haben auch mega viele Vögel gesehen und ja, so. Ja, richtige Jurassic Park Vibes da beim Durchfahren, es war richtig nice. Ja, auch Pelikane und so, war sehr beeindruckend. Ja, und jetzt sind wir hier angekommen, unser Hostel ist auch richtig chillig, hat auch so einen kleinen Pool und so, also gefällt uns ganz gut. Ist so ein bisschen außerhalb von Livingston, also 15 Minuten läuft man zu Fuß in die Stadt rein und das machen wir jetzt mal und erkunden ein bisschen Livingston. Von Livingston haben wir ehrlicherweise noch nicht so viel gesehen, haben ein bisschen im Hostel gechillt, ein kleines Basketballspiel gehabt. Aber trotzdem haben wir es ans Meer geschafft. Zum ersten Mal der Ozean auf Weltreise hier, die Karibik in Guatemala. Aber ja, der Strand ist nicht so schön, deswegen haben wir morgen einen Ausflug geplant zum Playa Blanca, angeblich der schönste Strand hier in Guatemala. Unterwegs. Wir mussten jetzt vorab gar keine Tour buchen. Wir sind in Livingston einfach runtergelaufen zum Pier und haben da das Boot genommen. Das fährt jeden Tag um 9.30 Uhr dort ab und kostet 100 Quetzales. Und es macht dann 2 Stops. Der erste ist hier, das nennt sich Siete Altares und es ist so eine Badelandschaft. Es gibt so verschiedene Becken, in denen man schwimmen gehen kann. Und vielleicht ein kleiner Tipp, bei uns war es jetzt relativ voll und alle gehen aber nach hinten, bis es sozusagen nicht mehr weitergeht in das Becken. Also wer ein bisschen mehr Ruhe haben will, für den lohnt es sich einfach den Weg ein Stück zurückzulaufen und sich dann eine ruhigere Ecke zu suchen. Wir haben uns jetzt hier eine Stunde aufgehalten und dann geht es gleich weiter an den Playa Blanca und darauf freuen wir uns auf jeden Fall sehr. So, wir waren jetzt insgesamt 4 Stunden hier am Playa Blanca und uns hat es ziemlich gut gefallen. Besonders wenn man den etwas volleren Bereich vorne hinter sich gelassen hat und ein bisschen den Strand entlang gelaufen ist, dann wurde es immer ruhiger und man hat so kleine Buchten gefunden, wo man wirklich ganz alleine war am Sandstrand. Also es mag nicht der schönste Strand der Karibik sein, aber definitiv ein Besuch wert. Und das Boot fährt jetzt um 15 Uhr zurück nach Livingston und dann schauen wir uns noch mal ein bisschen die Stadt an. Wir haben uns jetzt Livingston noch mal ein bisschen angeschaut. Die Stadt selbst ist nicht sonderlich schön, aber sehr interessant, denn hier kommen 3 große Volksgruppen zusammen. Einmal die Maya, dann die Nachfahren der europäischen Einwanderer und die Garifuna, was eine afrikanischstämmige Volksgruppe ist, die einzige hier in Guatemala. Und ja, dieser bunte Mix ist wirklich spürbar in der Stadt. Es hat einen super chilligen Vibe. Mir hat sie richtig gut gefallen. Es ist entspannt, die Leute lachen irgendwie viel. Also ja, mir hat es super gefallen hier. Ja, nichtsdestotrotz heißt es jetzt langsam Abschied nehmen, denn Livingston hier war der letzte Stopp unserer Guatemala-Rundreise. Für uns geht es jetzt noch mal ein paar Tage zurück nach Antigua. Da machen wir noch einen Länderguide fertig, wo wir noch mal alles, was wir jetzt an Tipps und Infos gesammelt haben, über Guatemala zusammenfassen. Und wir haben
haben auch auf unserem Blog zu fast allen Stops, die wir gemacht haben, einzelne Blogbeiträge. Da kann man auch nochmal alles im Detail nachlesen. Ja, und wir können auf jeden Fall ein super positives Fazit ziehen. Absolut, also Hammerland. Ja, wir sind absolut verliebt in Guatemala. Es ist mega, mega schön, vielseitig und ja, wir haben nur gute Erfahrungen gemacht und können es zu 100% weiterempfehlen. Ja. Na gut, damit beenden wir diese Blogreihe aus Guatemala. Als nächstes geht's nach El Salvador, Nicaragua. Das steht noch nicht so hundertprozentig fest. Auf jeden Fall sehen wir uns da wieder. Ciao, ciao. Ciao. Beide nach hinten. Am Anfang wurde das Restaurant. Lass laufen. Einfach weiter. Es ist doch scheißegal. I forgot what I wanna say. Man kann sich hier kostenlos Kanus leihen und Kajaks. Kanus. Kurz zur Erklärung, also Rio Dulce oder Dulce ist ein. Es hat gut geklappt, der Fahrer. Du kannst auch sagen, dass man das Mückenspray nicht vergessen sollte. Ja. Sehr wichtig. Vielleicht nachdem ich das mit der Spinne gesagt habe. Mir hat super gut gefallen. Ja, nichtsdestotrotz heißt es, wir uns jetzt so langsam Abschied nehmen hier aus Guatemala. Wir fahren. Als erstes geht's hierher zu den Siete Apostel. Wie heißt es? Siete Altares. Ach, scheiße.